Beste Ocker bisher, der Kampf gegen Nikolai Valujev. Wir sehen uns live bei Eurosport, die Spotlight Boxing Gala aus Hamburg. Wir kommen direkt zum Hauptkampf des heutigen Abends. Der WBO Interkontinentalmeisterschaft im Schwergewicht der Königsklasse des Boxens. Angesetzt ist dieser Kampf auf 12 Runden. Und wir rufen in die blaue Ecke unseren Gast aus einem Land, das in den vergangenen Monaten mit seinen mutigen Bürgern und seiner orangen Revolution Geschichte schrieb. Aus der Ukraine kommt zu uns Wladimir Wilkis. Aus der Ukraine. In der roten Ecke erwarten wir nun aus dem Stall Spotlight Boxing in Hamburg den jungen Eurofighter Taras Bidenko. Taras Bidenko. Ich darf Ihnen die beiden Kämpfer vorstellen. In der blauen Ecke aus Kiew in der Ukraine. Behunter Wladimir Wilkis. Er ist 31 Jahre alt und seine Kampfbilanz, seine bisherige, ist beeindruckend. 16 Kämpfe, 16 Siege, davon 14 durch K.O. Wladimir wiegt stolze 125,6 Kilogramm und er wird trainiert von Alexander Lichter. In der roten Ecke, und auch das macht dieses Duell besonders, ein Mann, der ebenfalls in Kiew zur Welt kam, inzwischen aber in Hamburg zu Hause ist. Der Eurofighter aus dem Spotlight-Team, Taras Bidenko. Taras ist 24 Jahre jung und auch seine Bilanz kann sich sehen lassen. Von 15 Kämpfen gewann er 14, davon 9 durch K.O. Nur einmal in seiner bisherigen Karriere endete ein Kampf mit einem Unentschieden. Er wiegt 101 Kilogramm und wird betreut von seinem Trainer Magomed Chaburov sowie Volker Grill, Matthias Böhme und Arthur Grigorian. Arthur, und nun, meine Damen und Herren, darf ich Sie bitten, sich zu erheben. Es folgt die Nationalhymne. Ja, müssen wir wohl.
Kampf. Es ist Erich Stümpfler aus Göppingen und die Punktrichter sind Arno Pokrant aus Köln, Joachim Jakobsen aus Geesthacht und Werner Kasimir aus Gifhorn. Ja, den WBO Interconti-Titel hat sich Taras Bidenko bei seiner letzten Gegend mit Konstantin Unofrei in Österreich geholt, in Sölden. Es war ein Abbruchsieg in der siebten Runde. Verteidigt ihr also diesen Titel gegen den bisher unbesiegten Wladimir Virtus. Nun haben wir gerade die Freundin von Taras Bidenko gesehen. Interessant ist, dass Wladimir Virtus der amtierende IBF-Interconti-Meister ist. Er hat sich den Titel durch einen Punktsieg über Julius Francis aus England geholt, gegen Balu Sauer verteidigt und auch gegen Cliff Kauser. Der Hunter, der Puncher gegen Taras Bidenko. Deutlich schwerer, über 20 Kilo trennen die beide, 24, um genau zu sein. Die Grafik vorhin war nicht ganz korrekt, da stand 14 und 2 für Taras Bidenko, das ist nicht korrekt, das ist 14 und 1 und 0. Ja, da muss Taras Bidenko ganz schön aufpassen. Der Junge ist richtig hart. Karotte, Karotte. 32 Jahre alt ist er schon. Hat Reichweitenvorteile. Kann auch ein bisschen boxen, vor allen Dingen kann er hauen. So sieht es besser aus für Taras. In anderen Worten, er darf seinen Gegner hier nicht kommen lassen. Er muss die Initiative haben, denn hier hat man gerade ziemlich klar sehen können, dass Wladimir Virtus auch einer dieser Leute ist, die gut im Angriff sind, aber wenn sie unter Druck geraten, dann zeigen sie Schwächen. Taras hat bereits mal gegen einen deutlich größeren und schwereren Mann geboxt und umstritten verloren. Gegen Nikolai Valujev, der inzwischen in Deutschland ebenfalls ein bekannter Name geworden ist. Damals war das noch nicht der Fall. Das war im Jahr 2002 in Seoul. Ausgerechnet in Seoul. Es war eine Punkteniederlage über 12 Runden. Und Taras meinte, er hätte eigentlich gewonnen. Eine weitgehend ausgeglichene Runde, würde ich sagen. Möglicherweise Vorteile für Virtus.